dir noch mal süßen. Ja, was machen wir heute? Wie ihr es schon gelesen habt, wir basteln mit Timo. Ja, ich habe mir ja sehr, sehr viel bestellt bei Timo. Und da müssen wir dann auch was basteln, ist ja klar. Und da habe ich mir unter anderem diese Stanze hier bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst. Also das, ja. Und war dann eigentlich immer gedacht, na gut, jetzt habe ich die da, wie funktioniert das? Ich habe zwar auf dem Bügel dann nachgeschaut, aber da war noch eben abgebildet das fertige Produkt und die Stanze. Und da hat mir eine liebe Zuseherin, Dankeschön dafür, ich glaube Ute oder Uta, ja, hat mir einen Kommentar hinterlassen und hat gesagt, du, da, ich schicke dir einen Link, klick da mal drauf und da wirst du dann sehen, was das ist oder wie du mit dem umgehst. Ne? Und ja, bin dann drauf gekommen, dass das halt auch ein Plagiat ist, leider. Und zwar, es gibt von der Firma Farbtonpapier, ich tue das dann eh alles unten in die Links rein, solche Stanzen, das sind so Faltsterne von dieser Firma und haben wir das halt dann angeschaut und die hat das erklärt, die Glitzer-Else, die kennen wir glaube ich eh auch alle und dann wusste ich, ah ja, ich war im Leben nicht drauf gekommen, was ich mit dem dann oder wie das zusammenfalten soll, damit ich eben zum Beispiel so etwas herausbekomme, genau. Eine schöne Junk Journal Blume. Ja, und da habe ich jetzt einen Anhänger dazu gemacht mit einem Jutebandel und einer Perle. Und dann habe ich da in der Mitte noch so ein Blümchen draufgeklebt auf beiden Seiten. Und das kann man sich dann irgendwo hinbammeln. Kann man sich dann irgendwann einmal vielleicht am Christbaum hängen. Ja, ne? Und dann bin ich auch drauf gekommen, weil ich ein Geburtstagspackerl gemacht habe. Und bei Geburtstagspackerln hast du ja dann immer oben so eine große Masche oder ja, was weiß ich, irgendein Deko-Element. Und da habe ich mir gedacht, na, wenn ich da jetzt einfach das Schnitzel weglasse, dann habe ich doch da ein schönes, ja, eine Geburtstagsblume. Also ein Deko-Element für Geburtstagspackerln zum Beispiel. Ja? Und da habe ich mir das kleine da gemacht und da lasse ich es natürlich klar, weil sonst kann ich es ja nicht abbiegen. Und dann habe ich noch versucht, eben mit zwei Färbigen, also was auch sehr gut ist, man kann Papierreste verwenden, weil du brauchst nicht sehr viel, weil die Stanze ist nicht sehr groß. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange sie ist, aber man braucht dann ungefähr, ich sag einmal so, ja, 5 cm mal, ja, sag ich mal 12. Also einen Papierstreifen mit 5 mal 12 cm, wo man halt das dann verwenden kann. Nicht? Und da habe ich das eben auch gemacht und da habe ich auch so ein paar Resterle gehabt und bei dem habe ich mir dann gedacht, nein, da fällt mir irgendwie was innen, das ist so weiß, kann man natürlich auch so lassen. Habe aber mir dann gedacht, nein, bei dem nächsten tue ich praktisch die weiße Rückseite bestempeln. Ne? Und dann habe ich dann noch so ein dazu passendes Papier gefunden und das habe ich halt auch bestempelt und so weiter und so fort. Dann ist halt innen auch was. Dann haben wir noch irgendwie so ein, ja, ihr seht es ja. Also ich glaube, da sind keine, ja, Ideen oder Anregungen. Man kann da irrsinnig viel machen damit. Und wie man das eben zustande bringt, das möchte ich euch eben zeigen. Genau. Also meine Blümchen werde ich jetzt einmal da so auf die Seite setzen. Dann brauchen wir eben unsere Stanze. Ich halte euch das einmal da her, falls ihr euch das bei Timo auch nachbestellen wollt. Da habt ihr die Nummer oder Nummern, was da sind. Also ich hoffe, das, ja, bringt.
Gut, dann packen wir das Ganze einmal aus und dann habe ich mir herausgesucht, also ich nehme immer 8 so Teile. Da komme ich am besten, die GCL ist sogar da, also 5, 6 Teile bis, ja, also ich glaube, das soll aber jeder selber für sich herausfinden. Zu viel ist vielleicht auch nicht gut, weil sonst sieht man halt dann die, weil sonst war das ja dann zu eng benannt. Aber das muss man halt machen und je weniger, dann geht das halt nicht. Ne? Ich bin für mich, ich habe das für mich herausgefunden, dass ich 8 Teile nehme und ich nehme auch nicht so dickes Papier. Ich habe es auch mit Transparentpapier versucht, geht. Ah, es ist ein bisschen zickig. Das Transparentpapier ist ein bisschen zickig. Das bricht so hin und wieder bei den Falzlinien. Geht, aber ja. Ich habe mir halt gedacht, ich nehme da jetzt da so, ja, so ein doppelseitiges kleines Papier heraus und zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Also ich mache es in dem Fall immer so, dass ich das dann da so falte. Das war auch eine Idee von der Glitzer-Else. Dankeschön. Ich hätte es vielleicht jetzt wieder einzeln. Ja, bis 10. Ne? So, dann werden wir das da. Dann kann man das gleich so falten. Also, wenn es jetzt nicht zu dick ist. Ne? In dem Fall hätte ich ja dann gleich mal 4. Es muss halt dann eben, wie gesagt, da drauf passen. Was es jetzt nicht tut, ist eh ganz klar, weil es der Vorführeffekt ist. Das heißt. Ich muss mir jetzt das ausmachen, das geht sich leider nicht aus. Und hol mir da jetzt meinen kleinen Craft Body. Jo, so. Und gut, hopp, dann haben wir noch ein Blümchen. Das war da, das eine Blümchen. Und legen wir halt jetzt die Stanzen da. Ja, na, was, wie stanze ich aus? Das brauche ich euch wahrscheinlich jetzt nicht erklären. Und legen wir das da drauf. So. Zack, zack, und tue das jetzt dann mal durchkurbeln. So, dann nochmal auf die Seite. Also er würde auch, wenn sich das ausgegangen wäre, würde er auch 4 Schichten. Aber ich glaube, das kommt eben immer wieder aufs Papier drauf an. Ne? Und tue das eigentlich sehr gut durchstanzen und ja. Dann hat man mal da die ersten 2 Teilchen. Ja, so und so. Ja, und damit ich halt 8 Teile habe, werde ich jetzt natürlich noch ein bisschen weiter kurbeln. Und muss man natürlich noch ein Papier suchen, weil das geht sich sonst nicht aus. Weil ich habe 2, 4, 6, 8. Oh ja, aber ich kann nicht rechnen. Naja, Patricia, gut. So, ja, da können wir noch, ja, das werden wir sich noch ein wenig aufheben. Aber ich tue jetzt einmal kurbeln, da müsst ihr mir ja nicht zuschauen und bin dann gleich wieder da mit den Teilen und dann zeige ich euch, wie man das faltet und klebt. So, jetzt habe ich da gekurbelt und gekurbelt und ja, man kriegt halt dann eben diese Teilchen heraus. Die sind da auch schon schön gefalzt, also ja, gefalzt oder ja, wisst ihr, also. Und man legt das Ganze jetzt so zusammen, also die Seite, die was man halt außen haben möchte, legt man dann da so her. Und es sind insgesamt 6 so Falzlinien, waagrechte. Und man fängt eben bei der an, bei der innersten von der unteren Seite und tut sich das dann da so entlang knicken. So, dass das halt schön da mit dem Teil passt. Ein bisschen mit dem Fingernagel, genau. Dann nimmt man die nächste Faltlinie, die was man da gleich hat, und tut sich das dann da so wieder zurückfalzen. Also einmal rauf, einmal runter. Dann schaut man natürlich auch, dass man das schön hat. Dann haben wir da die letzte Falzlinie und die tun wir dann da halt auch noch entlang. So, genau. Das macht man. Und ich war im Leben nicht drauf gekommen. Ich bin da gesessen und habe probiert. Ja. So, jetzt
drehen wir das Ganze um und machen das natürlich auf der anderen Seite auch. Also bei der obersten fangen wir an und tun uns das dann da so entlang biegen und dann da eben knicken. Dann hat man da die nächste Falzlinie. Das tut man dann wieder so nach unten. Also einmal rauf, einmal runter. Ja. Und die letzte tun wir dann wieder nach oben. Genau. Und das ist die ganze Hexerei. So ist es. So schaut es dann halt aus, wenn man gefalzt hat. Ne? Dann gibt es aber da, ihr seht es vielleicht, das ist ein bisschen breiter als wie der Teil da. Hoffentlich sieht es. Das heißt, dieser Teil, der wird dann immer geklebt. Wenn man das dann so zusammenlegt, tut sich das dann da so überlappen. Und da geht man dann her und tut mit dem super, super Kleber. Also ich liebe ihn heiß und innig, der ist wirklich spitze. Ja, und da tut man dann oben an der obersten Kante ein bisschen vom Kleber. Braucht es nicht so viel, so ein bisschen dünne Linie. Und dann tut man das da praktisch rüber klappen und auf dem anderen Teil befestigen. So, so schaut es dann aus. Ja. Ja, also das Ding. Dann schaut es so von oben aus. Da müsst ihr aufpassen, manchmal gibt es ein bisschen zusammen. Also es soll dann halt so von oben ausschauen. Das ist sowieso zwei Taschen sind. Ja. Und diesen unteren Teil, den kann man natürlich auch klappen. Deswegen ist da Perforierung, jetzt ist es mir eingefallen. Und da tun wir dann unten da auch wieder so ein bisschen an Kleber. Braucht es auch nicht so. Müssen wir nicht so einkleben. Das ist nicht notwendig. Und das klappt man dann praktisch da so hinüber. Kann man dann ein bisschen da so mit den Fingern noch. So. Genau. Das war's dann. Und dann schaut das Teilchen so aus. Ja. Das hat unten dann da so ein bisschen überlappt. Ne? Und so schaut es dann aus, wenn man es so und so hat. Ne? Genau. Ja. Und dann geht man natürlich her und macht die anderen auch. Die kleben wir jetzt auch beieinander. Die kleben wir jetzt auch beieinander. Ein gutes Deutsch, Patricia. Diese Teile werde ich jetzt auch noch so falzen. Man vielleicht einmal zeige, ist ja nicht nichts dabei. Also die Seite, was man dann außen haben möchte, umdrehen. Da sind die Falzlinien. Und dann eben, wie gesagt, dann tut man da einmal so. Mit der Seite schön schauen, dass drüber ist. Dann kommt die nächste, die tun wir wieder runter. Und die nächste tun wir wieder rauf. Ja. Ein bisschen nachfalzen und dann drehen. Und dasselbe machen wir da auf der Seite. Also Arme rauf, Arme runter und dann wieder rauf. Genau. Und dann ist da dieser überlappende Teil, also der größere. Da tun wir dann wieder das Kleberli drauf. Vom guten Superkleber. Also nicht Superkleber, sondern der Kleber ist super. Und dann kleben wir das dann zusammen. Ja, ein bisschen halten. Dann schaut man, macht es da auf, dass nichts zusammenpickt. Ja. Und dann tut man da unten die Laschel, tun wir auch ein bisschen einkleben. Ja. Und das tut man dann so von unten nach oben drauf kleben. Und dann haben wir den Teil. Genau. Und so schaut das dann aus. Et voilà. So, jetzt werde ich meine anderen auch falzen und kleben und dann bin ich wieder da. So, da habe ich jetzt meine einzelnen Blumenteilchen, die Blumenteilchen da zusammengeklebt und gefalzt. Man kann natürlich jetzt da auch noch hergehen, so wie ich es bei dem gemacht habe, und kann es natürlich distressen. Das ist auch ganz schön. Also einfach so hergehen. Ja, zack. Da, 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 da.
Ja, auf jeder Seite. So. Dann hat man da noch ein bisschen, dann ist das alles noch ein bisschen vintage-iger, wie ich so schön immer sage. Vintage-ig, mit Ei geschrieben. Also ich finde, man kann das eigentlich, diese Teile, wenn man sich da so ein bisschen was herrichtet, sitzt man beim, kann man beim Fernsehen sitzen, weil da musst du nicht viel nachdenken. Kannst du das zusammenfalzen und ein paar so Blümchen machen. Ne? Entweder Anhänger oder so irgendwie was. Ne? Ja, also das geht eigentlich ganz. Wenn man weiß, wie es funktioniert, dann ist es ja ganz leicht. Ne? Ja. Aber das ist jetzt auch leider Gottes ein Plagiat, das habe ich wirklich nicht gewusst. Also ich habe die nicht gekannt, ich habe auch die Firma nicht gekannt. Farbtonpapier, natürlich die Homepage angeschaut, die haben auch sehr, sehr schöne Sachen. Ja, also man lernt nie aus und bei Timo gibt es eben, da gibt es auch noch andere Formen. Blümchen und da wird es wahrscheinlich dann auch Sterne geben. Also ich habe das nur in dem Anzeigebild damals gesehen und habe mir gedacht, wow, eine schöne Blume, die kann man, oder ein Stern, oder wie man es halt sehen will, ne? Da kann man sicher was Schönes damit machen. Ja, dann bin ich da gesessen und man denkt, super, und wie fällt dir das jetzt zusammen? Habe ich nicht gewusst. Naja. Na gut, egal. So, jetzt haben wir das dann mal ein bisschen distressed. Ja, genau. Muss auch sein. Ja, wenn man Vintage-Blümchen macht, das war im Übrigen von das Archival Ink von Ranger. Super cool, gibt es auch ein klar. Gibt es auch ein groß und ein klar. Und jetzt gehen wir, jetzt machen wir das so. Und zwar. Jetzt müssen wir das ja zusammenbiegen, dass wir ein Blümchen erhalten. Und zwar nimmt man sich dann diesen Teil so her, den Kleber, und dann macht man so wie ein verkehrtes T. Also man macht in der Mitte, wenn der Kleber nicht verstopft wäre, okay. So, also nehmen, so, und dann macht man ein verkehrtes T oder eben in der Mitte macht man so eine kleine Klebespur. Und da unten macht man Klebespur. So, das war's schon. Und dann nimmt man sich den zweiten Teil, tut es da so ansetzen und schaut natürlich, dass das immer alles Kante auf Kante ist, weil sonst ist es eine schiefe Blume und die wollen wir ja nicht. Ja. Und tut das zusammenkleben. Genau. So, dann drehen wir es wieder da in der Mitte. Da Klebespürchen und da, ja. Nächster Teil, ja. Natürlich die Teile auch so nehmen, dass man halt verschiedene hat, weil sonst, ja, ist sie doof, wenn sie einfärbig ist, ist sie, da ist sie klar, ne? Na, sagt, lacht's nicht. Bei mir ist das nicht so. Also, warte mal, das haben wir. Ich muss schon wieder ein bisschen nachdenken. Ja, also ich glaube, ich gebe zwei Teile hintereinander auch wieder. Ich gehe mehr. Ne? So ist es ja nicht. So. Aber wie gesagt, das ist so eine Arbeit. Du kannst neben dem Fernseher machen. Da kann der Partner, sage ich jetzt, damit quatschen. So wie es manchmal der Onkel Wolfhard auch gern macht. Da brauchst du nicht viel konzentrieren, ne? Weil da kann man quatschen, da kannst du antworten. Also sie haben ja manchmal die Angewohnheit, wenn man sich auf irgendwas konzentriert, dann kommen sie daher und quaken und quaken und quaken. Ja? Und du sollst dann irgendeine Antwort geben und weißt aber eigentlich gar nicht, was er redet. Oder was er da erzählt hat. Ne? Also in den meisten Fällen sage ich halt immer ganz höflich, ja, na klar. Also da liege ich zu 99% gut, weil wenn ich ihm das bestätige, den Onkel Wolfhard, dann ist er glücklich und fühlt sich bestätigt und er hat Freude. No? So, dann hoffentlich, dass man, also egal, wenn es falsch ist, dann ist es so gewollt. No? So.
jetzt gehen wir das einmal. Dann wollte ich noch erzählen, oh mein Gott, Timo, habe ich ja ein Packerle, was schon länger beim Zoll gehangen ist. Weil von Timo kriegt man immer so Benachrichtigungen, wo eben steht versendet und die Sendungsnummer, und da kann man wirklich schön nachschauen, wo das Packerl ist. Und eins von unseren Packern ist gestanden bei Zoll. Ne? Und man denkt, naja, gut, okay. Und da habe ich mir so eine Feder habe ich mir bestellt, so eine Schreibfeder. Und Sabrina, ihr Becher waren dabei. Man dachte, naja, vielleicht hat da der österreichische Zoll irgendwas zum Aussetzen. Oder sie haben halt einmal gesagt, ah, die Tante Wohlfaden bestellt dafür, was ist das eigentlich? Und haben sie gedacht, sie schauen wir halt einmal dort rein. War aber nicht so, weil Timo hat mir heute auf einmal eine Gutschrift, also den gesamten Betrag, den ich bei dieser Bestellung bezahlt habe, hat es mir zurücküberwiesen. Und man denkt, hä, was ist da los? Na? Ja, na, und haben dann eben dazu geschrieben, das dürfte irgendwo verloren gegangen sein. Mein Timo, Packerl ist verloren gegangen. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, weil ich bin dann einfach wieder reingegangen. Weil du hast ja in deiner, in deinem Konto, wo du bist, hast du deine Bestellungen und da sind alle Artikel schön drinnen, also Timo. Und hab dann halt einfach wieder bestellt. Ne? Also, ein paar hat es jetzt nicht gegeben, ein paar Artikel, aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil man findet Ersatz. Ja. So, und jetzt wollen wir natürlich auch so ein Banderle machen. Also, ja. Und dann nehmen wir uns jetzt ganz einfach irgendwie auch so ein Restbanderle daher. Schneiden und ein Stückchen ja. So, je nachdem, wie lange man es halt haben möchte. Schnippeln wir uns so, ein bisschen dazu rechnen, weil wir ja nur ein Knötchen oben machen. So, schnippeln wir. So. Jetzt muss ich mir natürlich noch eine Perle holen. Ich bin gleich wieder da. Ja, Vorbereitung ist alles. Also ich habe diesmal jetzt keine Perle, sondern haben einfach so einen Tropfen ausgesucht. Und jetzt ist ja manchmal so, dass das da nicht so durchpasst. Ne? Also, so, wenn man das da so durchschieben möchte, das geht nicht. Ich meine, ihr werdet es vielleicht wissen, ich bin draufgekommen. Ich mache das jetzt immer so, dass ich mir da mit dem Kleber ein bisschen das einsaue, also das beklebe, da und da. Ja? Und dann gehe ich her und tue das einfach zwirbeln. Genau, so. So, das zwirbeln wir jetzt da. Ja. Nicht so schlimm. Und dann entsteht da vorne so ein Spitz. Das ist cool. Das wollen wir. Also ich hoffe, man sieht das. Spitz. Einen Spitz gewirbelt. Und dann, wenn jetzt nicht der Vorführeffekt wieder zuschlägt, was natürlich tut, ist eh ganz klar. Ach Gott, ich hätte mir das denken können, dass das so ist. Jetzt kann man es natürlich nicht durchfädeln, weil es muss ja immer so sein, dass die Tante Wohlfaden immer irgendein Ding hat. Das ist ja ganz klar. Ne? So. Das lässt sich auch gar nicht überlisten. Natürlich. Ja. Das heißt, wir müssen sich jetzt den anderen, na mal geht's. Ne? Das schmeißen wir wieder ins Kistel. Jetzt muss ich noch einmal aufstehen. Das ist ja ganz klar. Muss ich mir eine andere Perle holen. Da haben wir eine andere Perle, ist ein bisschen so, wie sagt man da, das ist rauchige, so wie, na, frostige habe ich mir geholt, eine Frostperle, sondern da geht das, eh? Patsch, und ist schon durch, genau. So, dann muss ich mir da ein Stückchen lassen, weil ich muss das irgendwie befestigen. Ich mache mir aber dann da oben noch so einen Knoten hinein, damit die Perle nicht abhaut. So, das ist ein bisschen so eine Spülerei. Aber das geht dann schon. So, und da ist ein wenig
anzupfen und anschieben. So, genau. Na, so funktioniert das ja. So, da. Hm. Genau. So, dann schaut das auch so richtig schön Ding aus. Und dann haben wir da den Zippel. Und da gehen wir dann da her und tun den einmal in der Mitte da ankleben. Da brauchen wir noch nicht so viel Kleberli. Also nur so ein Stickerle. Und das picken wir da jetzt einmal her. So. Ja, ein bisschen kürzer, aber das macht nichts. So. Dann warten wir, bis das ein wenig Lautzunge ist. Genau. Und jetzt tun wir es dann wieder so wie einen Lampion zusammen. Also jetzt der Kleber ist ein Hammer. Ja? Das heißt, wir tun das da so ein bisschen auseinander. Und kann das, kann man, und dann kann man das. Ich habe heute ein bisschen eine Sprachstörung, aber ist ja wurscht. Ist ja kein Wunder bei der Hitze. Und dann kann man das da so richtig schön auseinander. Ja, drücken. Ja. Jetzt muss ich das aber dann da noch einmal ankleben, ist eh ganz klar. Das heißt, ich mache da jetzt wieder mal, was ich, wie ich es vorher gemacht habe. Jetzt klebe ich es halt da auf den auf diese Jute. Und tue ich da wieder verlängern und da mache ich mein verkehrtes C. Ja. Und nun tut man das so zusammendrücken. Ja. Bisschen mit Gefühl. Ja. Dann kann man sich das dann da so ein wenig zusammentun. Ja. So. Oben muss halt zusammenbicken, dass das halt schön ist. Das geht schon. Also. So. Da. Zusammenpressen und unten. Ja. Ja. Bisschen halten. So. Dann kann man sich das so richten, wie man halt möchte. Ja, seht, da ist ein wenig was zusammengeklebt. Das ist nicht gut. Deswegen muss man immer vorher schauen, dass die so. Ja, und wie gesagt, so 8 Teile würde ich halt so reichen. Aber ja, das kommt halt immer drauf an, wie das ja jeder will. Dann tut man sich das da so zurechtbiegen. Ja. Ja, bis das da. Und da. Und da und da. Genau. So. Ja, und jetzt haben wir ein schönes Vintage-Blümchen-Anhänger und so weiter. Naja, und dass man da das in der Mitte nicht irgendwie fängt, kann man natürlich jetzt hergehen und kann, ja, alles Mögliche aufpicken, was man halt will. Also entweder macht man sich dann nochmal so ein Blümchen drauf, ne? Oder man tut sich was ausstanzen, oder ja, was gibt es noch? Man kann da zum Beispiel, habe ich so ein Jutebandel. So, ein Jutebandel, aber ja, das weiß ich. Okay, das geht nicht dazu. Oder sagen wir so ein das habe ich mir ja bei Timo bestellt. Das ist ja das Cheese Klaus. Da kann man sich natürlich was runterfernzeln und dann so draufpicken, also je nachdem. Wer das jetzt da macht, mache ich das nicht. Ja, weil ich hab da. Genau, schau, da haben wir sowas. Da können wir sich so ein Fetzerle ausschnibbeln. Ja. Ja, das Käferle hat die andere Hälfte gekriegt. Ja, mit Käferli immer schön. So, da werden wir jetzt einfach so was einschnippeln. So, zack. So, das da auf der Seite, das gefällt mir nicht. Das schneiden wir. Ah, schneiden wir weg. Das brauchen wir nicht. So, zack. Und da gefällt mir das nicht so. Das ist zu weiß. Man könnte es natürlich dann ein bisschen. Wisst ihr, hinten, aber ich habe von Müll also schöne Seidenblümchen bekommen und da werden wir uns jetzt natürlich ein so ein,
ein beiges oder so ein bisschen mit Orange, weil wir haben ja da so Orange. Jetzt muss ich raschen, leider. Was machen wir so ein schönes, farblich dazu passendes Blümchen? Und das wäre, ja, genau. Jetzt ist aber da das Problem, also da habe ich ja schon eins gemacht. Jetzt bin ich hergegangen und habe das einfach da hinten angeschnitten. Ja, zack, braucht man nicht. Und dann haben wir da noch ein wenig so einen holprigen irgendwas. Ne? Na, da nehmen wir jetzt so wieder Enzio, der verbrennt auch viel. Also das Video war sehenswert, lieber Enzio. Wir zünden das jetzt einfach ein wenig auf. Aber nicht viel. Also nicht das Blümchen, sondern da unten das Plastik. Das fängt dann zum Schmützen an. Dann drücken wir das da drauf und pressen es. So. Dann gibt es ein bisschen da auf der Unterlage, aber jetzt haben wir das schön flach. So, sehr gut. Und dann muss ich mir noch ein orangenes raussuchen, weil wir ja zwei Seiten haben. Ja, dann nehmen wir das auch wieder schnipp. Ja, das da in, also Enzio hat da bei gut uns 30 Tage, 30 Challenge oder so irgendwas war auch dabei ein Video und er hat da, nein, er hat mit Feier gearbeitet und er hat alles Mögliche draufgeschüttet von Bleiche bis Farbe und also ich habe mir gedacht, oh mein Gott, er wird hoffentlich nicht explodieren. Ist er nicht, es ist alles gut gegangen. So. Jetzt werden wir das dann noch ein wenig auseinanderschnippeln, weil wir brauchen ja zwei Teile. Schwupp. Sehr gut. Rechts. Und dann tun wir das ein bisschen zuppern und zuzeln, damit das so richtig schön Ding ausschaut. So. Genau. Sehr gut. Na? Und dann machen wir da in der Mitte, machen wir jetzt einmal so einen Klebe. Pünktel, also so ein bisschen über alle Teile und dann das da einmal drauf drapieren. So, das heißt, wir werden das einfach nur so drauf knallen. So, und dann ein wenig zusammenschoppern. So, dass es schön ausschaut. Ne? So, das kann ja da so, das, ja, das tut sich dann schon so formen, wie man es will oder ja, je nachdem. So, das geht. Ja, genau. Und dann tun wir da noch einmal einen Klebepunkt in die Mitte. So, schwuppdiwupp. So. Und da geben wir jetzt unser Blümchen drauf. So. Genau. Und das müssen wir noch ein wenig da oben zupfen, weil sonst ist das. Ja, also das tut man sich halt dann zurecht zupfen. Wie man möchte und da noch ein wenig. Ja. So, sehr gut. Dann halten wir das ein bisschen. Drehen das um. Machen das natürlich auf der anderen Seite auch so. Ja, machen wir ein bisschen kleberlich. Genau. So. Dann ein bisschen zupfen und zapfen oder also ziehen und dann haben wir, hui, habe ich gleich ausgerissen alles. Nein, so, ich bin halt sehr schwungvoll. Dann picken wir das da so drüber und dann schoppen. Ja, ein bisschen schoppen. So, weiter geht noch ein Ding. So, und dann haben wir da auch noch Kleberle drauf, also Hin- und Kleberle, also der reicht, glaube ich. Na, das ist ein bisschen herumzicken, dann nehmen wir sie unser super Tool. Und dann ist das ein wenig auch halten. So, man muss nicht herumzicken. So, und dann geben wir uns noch das Blümchen, weil es ja flach ist, geben wir sie da in der Mitte ein. So. Fettanhänger von dem Ganzen. Das geben wir weg, das brauchen wir nicht. So, dann nehmen wir dieses.
Hätte vielleicht so ein orangenes Bärchen nehmen können, gell? Naja. So, und tut da noch ein bisschen zurechtzupfen. Oh, nicht zu fest, sonst drucken wir es. So. Ja. Und voilà. Haben wir ein schönes Blümchen gemacht. Einfach hübsch noch einmal. Das ist doch hübsch, hä? Eine Junk-Journal-Blume gewachsen im verborgenen Hinterhofgarten. Ja, Patricia, alles gut. So, also jetzt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde dann da noch so ein wenig herumzippeln. Man kann dann natürlich, also kann man alles Mögliche damit machen. Mit dieser tollen Stanze. Das gehört weg. Jetzt müssen wir noch ein schönes Abschiedsbild machen. Natürlich. Das ist schön. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ja, das ist, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Ja, das würde mich freuen. Über Kommentare und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Dann lasse ich euch den Haxibären da. Dickes Bussi und bis zum nächsten Video. Bis gleich. Baba.